Jetzt kommt's doch mal zum Kampf. Windtalker außen, scheint stärker. Windtalker geht vorbei. Hallo und herzlich willkommen von der Trabrennbahn in Mariendorf. Wir sind für euch das ganze Wochenende beim Ostermeeting dabei. Hinter mir finden schon die ersten Rennen statt. Außerdem kann man hier super viele tolle Wetten abschließen und der größte Preis ein Renault Twingo. Ah, und wer die schnellsten Pferde sind, das werden wir euch zeigen. Und in der Zwischenzeit, ich bin selber schon ganz aufgeregt, hole ich mir mein eigenes Wettticket. Das Ostermeeting in Mariendorf, zwei Renntage voller Trabrennsport am Karfreitag. Stand der Fritz-Brandt-Preis im Mittelpunkt, der Berliner Trabrennklassiker, 30 Pferde. Vier Vorläufe, ein Finale, sportlich eines der Highlights des Wochenendes. Bereits im ersten Vorlauf ein Garant auf den Gesamtsieg im Feld, die Stute Smokey Jovel mit Sulky-Fahrer Jörg Hafer. Als Erklärung am Rande, Sulky nennt man den Wagen am Pferd und das darf dann nur im Trab einer speziellen Pferdegangart laufen. Bei Nichteinhaltung wird das Pferd disqualifiziert. Aber jetzt mal schnell ins Rennen. Der Favorit liegt zunächst zurück, doch auf der Zielgeraden holt sich das Gespann den Sieg und qualifiziert sich somit für das Finale. Im zweiten Vorlauf schlug wieder die Stunde von Jörg Hafer, ja richtig gehört, denn die Sulky-Fahrer können theoretisch an jedem Rennen teilnehmen. Also wieder der Mann aus Herten, diesmal mit Windtalker auf den letzten Metern holt der Hengst auf und gewinnt. Nun stellt sich allen Nicht-Pferde-Experten natürlich die Frage, mit wem startet denn der eigentliche Versicherungsverkäufer im Finale? Der Smokey Juwel ist im Besitz von meiner Gattin und man darf nicht gegen sein eigenes Pferd fahren. Also war die Entscheidung von vornherein klar, dass die Smokey Juwel im Finale fahren muss. Aber kommen wir vom Alteingesessenen zu einer ganz Jungfahrerin, Linda Matzki, mit It's Amazing. Und das war es tatsächlich. Die 16-Jährige profitiert von einem Fehler des Wallachs Bonaparte und sichert sich mit einem Sieg das Finale. Unglaublich. Und dann am Abend das große Finale im Fritz-Brandt-Rennen. Und dann trafen Youngster und Oldie aufeinander. Jörg Hafer gewann dieses Traditionsmeeting ja bereits 2010 sowie 2013. Und hier liegt er zunächst 6 Pferdelängen zurück. Aber Smokey Jewel kämpft sich ran. Hafer peitscht seine Stute nochmal richtig nach vorn. Und tata, der Mann aus dem Pott holt den Pott. Das Fritz-Brandt-Rennen geht an Smokey Jewel und Hafer. Der feiert mit diesem Rennen bereits seinen 1310. Sieg. Natürlich erleichtert, ist klar, wenn man so ein schweres Feld hatte, 4 Vorläufe, waren alles gute Pferde, gute Fahrer. Und wenn man jetzt dieses Rennen gewinnen kann, Fritz-Brandt-Rennen ist ein Traditionsrennen hier in Berlin, ist das immer ein tolles Gefühl und ein tolles Erlebnis. So, für alle Pferdefreunde gab es noch eine kleine Zugabe am ersten Wettkampftag und zwar im Trabreiten, also ohne Sulky. Da stand vor allem Ronja Walter mit ihrem Gary im Mittelpunkt. Die junge Trabreiterin gewann im letzten Jahr die meisten Rennen und trägt deswegen auch den goldenen Helm. Also das ist natürlich auch nochmal ein Ansporn und man ist natürlich stolz, wenn man jetzt einen Goldhelm tragen darf, weil es natürlich eine Ehre ist und ja, es bringt Spaß. Auch hier in Mariendorf zog sie allen davon und gewann. Am zweiten Wettkampftag stand ein Rennen besonders im Mittelpunkt, denn da trat mit Harry Spar eines der Pferde in der Trab-Szene an. Zwar starteten neben dem Wallach noch Top of the Rocks und Green Magic, auch zwei klasse Pferde, doch Thorsten Tietz fährt den Pracht-Vierhufer souverän ins Ziel und schrammt mit 1,12,2 nur 3/10 am Bahnrekord vorbei. So, hallo! Ich würde gern einmal auf Sex in the City wetten. Die Nummer 4. Genau. Einsatz? 10 Euro. Ah, die Sonne scheint hier draußen noch, allerdings wird es immer kühler. Deshalb mischen wir uns mal ins Gebäude zu den ganzen Wettverrückten. So, jetzt sind wir endlich drin. Hier ist es auch wesentlich warmer. Neben mir habe ich 2 wettbegeisterte junge Männer gefunden. Hallo. Ah, seid ihr denn öfters hier? Ja, immer wenn ich so in Berlin bin, dann gehen wir auf die Rennbahn, klar. Schön, wettet ihr auch? Ja. Zeigt mal die Scheine, mal gucken, was haben wir denn? Ah, das sieht doch fast gleich aus, oder? Nummer 4. 4. Sex in the City, ist das auch eure Lieblingssendung? Ja. Nein, natürlich nicht. Aber gut, Jungs, dann noch ganz viel Spaß euch heute. Und wir drücken die Daumen auf den Gewinn, aufs Auto. Yay! Yeah.
Nein! Deine 10 Euro, Benjamin! Es ist sein Geld! Nicht meins! Sex in the City hat leider verloren. Somit habe ich keine Chance mehr auf den kleinen Renault Twingo aus dem Autohaus König hinter mir. Aber wer gewonnen hat, das zeigen wir euch jetzt. Und den Renault Twingo hat gewonnen Martin Fink aus Hamburg. Der Glückliche hat im Internet gewettet und das Besondere an ihm, er ist ein Kollege von der Trabrennbahn aus der Hansestadt. Also herzlichen Glückwunsch auch von uns. Für alle, die persönlich kommen, gilt die Regel Nummer 1, Stift und Programmheft nicht vergessen und den Überblick behalten. Den sollte man natürlich besonders, wenn man nicht ganz so oft dabei ist. Wir wollen das jetzt mal machen. Wir haben gerade erfahren von einem Besucher hier, dass man auch so für so ganz geringe Einsätze schon wetten kann. Und ja, das ist natürlich was, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Und ja, machen wir. Ab einem Euro ist man schon dabei. Der Klassiker ist die Siegwette. Das heißt, gewinnt das Pferd, klingelt es im Geldbeutel. Wenn man ganz mutig ist und diese Wette mit 10 Euro Einsatz gewinnt, kann man bei der Verlosung am Ende des Renntages ganz tolle Preise gewinnen. Allen voran natürlich der kleine Flitzer vom Autohaus König, aber auch so nette Sachen wie Musical-Tickets, ein Smartphone oder eine Jahreskarte für den Tierpark. Für alle nicht ganz so risikofreudigen gibt es dann noch die kleine Einlaufwette, bei der muss das Pferd unter die Top 2 kommen. Ob nun wettbegeistert oder nicht, jeder hat seinen ganz eigenen Gründe, um auf der Rennbahn dabei zu sein, um auf die Rennbahn zu gehen. Am meisten liebe ich die Kasse, wenn ich abholen kann. Ja, ich habe meinen Junggesellenabschied und heirate in einem Monat. Ich sehe also sonst nicht so aus wie heute. Trabrennen bei mir macht schon aus, dass ich als kleiner Junge auf der Rennbahn war und seitdem immer fasziniert war. Immer ein Traumberuf war, den auch machen konnte. An diesem Wochenende war das Wettfieber besonders hoch. Mit rund 150.000 Euro war der Umsatz der beste bei einem Fritz-Brandt-Rennen seit 2002. Doch nicht nur die Wetten machen die Faszination dieses Sports aus. Die Kombination ist es aus Pferd und Fahrer, die den besonderen Reiz ausmachen. Ja, ich reite seitdem ich klein bin und das ist mein Hobby. Das ist natürlich die Faszination, dass man sich innerhalb von kürzester Zeit auf das Pferd einstellen muss und man muss ein Team bilden. Wenn man kein Team wird, kann man auch nicht gewinnen und das ist natürlich das Sensationelle an diesem Sport. Genauso sensationell sind manchmal auch die Namen der Pferde, Sex in the City, Jigsaw, also auf Deutsch Stichsäge, oder Theodor Fontane. Doch unser ganz besonderes Highlight ist immer noch I'm Chili Chicken. Aber wie kommt man nur auf solche Kampfnamen? Das Pferd war wohl immer sehr putzig auf der Koppel und haben sie gesagt, ein verrücktes Huhn. Und dann daraus entstand dann I'm Chili Chicken. Klangvolle Namen auf einer klangvollen Bahn. Mariendorf gehört seit Jahrzehnten zu den legendärsten Trabrennbahnen in Europa und die begeistert noch immer. Und hier zu fahren, hier, dass der Sport so weitergeht, ist schon für Pferdebesitzer und uns Fahrer sehr schön. Stimmung ist natürlich immer sehr, sehr gut in Berlin. Ja klar, jetzt ist das Wetter nicht so ideal, ist relativ kühl, aber im Sommer bei der Derbywoche, wenn man hier ein Rennen gewinnt und die Bahn ist voll, ist das immer ganz toll, wie die Leute hier in Berlin mitgehen. Also ist für mich das beste Publikum in ganz Deutschland. Wetten und Gewinne, soweit das Auge reicht, die Liebe zum Tier und eine Bahn mit ihrem ganz eigenen Flair. Das Ostermeeting in Mariendorf sportlich, leidenschaftlich und auch etwas romantisch. Das war ein klasse Wochenende. Doch bevor mein Kameramann noch sein letztes Geld verliert, verabschieden wir uns für heute von der Trabrennbahn aus Mariendorf. Das nächste Rennen steigt am 19. April natürlich hier bei Hauptstadtsport TV und auch beim Reitsport heißt es immer sportlich bleiben. Harry Spa ist an seiner Bar nicht zu boxen. For Top of the Rocks, Shutter und Salut.